Hallo, herzlich willkommen. Oh, warum sieht man das Spiel nicht? Hoppala, was ist denn los? Stream Deck und OBS sind sich im Moment nicht besonders grün. Die haben einen ziemlich großen Krach jetzt. Sehr schön. So, hi, da bin ich wieder. Nachdem jetzt alle drei Folgen auf YouTube hochgeladen sind, dachte ich, jetzt müssen wir mal ein bisschen weitermachen, ne? So, Spielladen, mal gucken. Ich habe inzwischen ein bisschen was ausprobiert und ein bisschen gespielt. Ich bin so völlig, ja, hemmungslos in die Matsche reingeflutscht. Also so richtig mit die, naja, ist überhaupt nicht gut gelaufen. Ein ganz, ganz schweres Spiel tatsächlich, habe ich das Gefühl. Also ich bin mal gespannt, wie es jetzt wird, wenn wir immer noch auf dem einfachen Niveau weiterspielen. Mal gucken. Wir fangen einfach mal an. Was soll schon groß passieren? Sind uns beim letzten Mal nicht schon irgendwelche Leute verstorben? Oh je. Eieieiei. So. Gut, Kundschafter sind zurückgekehrt. 7 Eisenerz, Biom... Dschungel betreten. Giftigkeitsstufe. Onbu hat gerade ein Biom mit erhöhter Giftigkeit betreten. Je höher die Giftigkeitsstufe ist, desto schneller werden Onbu und deine Dorfbewohner vergiftet. Ja, nicht schön. Überprüfe die aktuelle Giftigkeitsstufe. Dort. Ah, sollte Onbu liegen, würde die Giftigkeitsstufe am Boden gelten derzeit hoch. Oh. Jetzt gucke ich mal auf die Karte. Da hinten. Müdigkeit 53%. Hoffen wir mal, dass er das noch schafft bis dahin. Sonst haben wir nämlich tatsächlich ein riesiges Problem. Da wird schon gekundschaftet, dann gehen wir hier rüber und schauen uns da mal noch ein bisschen weiter um. Genau. So, dann gucken wir mal so ein bisschen, wie es hier so läuft. So, mein Mann ist übrigens heute unterwegs und der Kurze schläft schon. Kann aber passieren manchmal irgendwann so im Laufe des Abends, dass er dann plötzlich hier steht und Hallo sagt. Dann, ja, bin ich halt mal kurz weg. Drücken wir einfach die Daumen, er ist gerade erst eingeschlafen, dass es wirklich safe ist. Und von daher gucken wir mal. So, 28 Leute haben wir. Okay. Anzahl der Betten 58. Okay. Jo, krass. Wahnsinn. Drei Wasserspeicher habe ich oder drei Luftbrunnen. Das ist gar nicht so schlecht. Und mir fehlen natürlich jetzt überall Leute, weil ich, wie gesagt, ich glaube, wir sind beim letzten Mal sind uns welche weggestorben. Ne? Das ist dann natürlich schon nicht so schön. Okay, wir müssen gucken. 53% hatten wir vorhin, wie wir los sind. 57 sind wir jetzt. Boah, ist schon heftig, ne? Naja, wir gucken mal. So. Dann schauen wir mal, wir machen mal ein bisschen schneller. Ein bisschen. Entschuldigung, so rum. Machen wir mal zwei Stufe. Dann schauen wir mal. So, Forschung ist jetzt dann bei 77%. Das ist ja schon mal ganz schön. Wir haben hier eine Küche. Da wird aus Mais Polenta gemacht. Jetzt ist bloß das Ding, Mais ja, bringt uns eigentlich so gar nichts im Moment. 0% Wachstum. Das heißt, wir werden wieder auf Rüben umsteigen. Und dann hoffentlich möglichst schnell damit anfangen. Ne? Sonst haben wir gleich wieder, dass das so völlig drastisch, dramatisch runtergeht. So, Polenta können wir nicht mehr herstellen, aber Beerenmüsli, das funktioniert. Das ist sehr schön. So, die Kundschafter, kann das sein, dass sie wieder zurück sind? Jo, genau, dann können wir... Oh, ein Schrein. Oh, Onbu, ich hoffe, dass er das bisschen noch durchhält. Aber wahrscheinlich ist es wie bei... Ich habe vorhin mal eine Runde gespielt, um nochmal so ein bisschen reinzukommen. Und ich könnte fast drauf wetten, ne, dass es dann ist wie vorhin, dass er sich kurz vorher hinlegt. Und dann haben wir natürlich ein Riesenproblem. Drücken wir einfach mal die Daumen, dass das nicht so ist. Mal gucken. Wir werden sehen. So, Tag 48. Oh, schon okay. So, der musste mal. Ja, wir werden hier hinten mal anfangen... Das Ding haben wir mal nicht mehr auf Pause, sondern wir gucken mal, dass wir das anfangen aufzubauen. So, wie sieht es denn essenstechnisch aus? 61. Verbrauch 2 und minus 11. Das ist fei viel, ne? Dann werden wir mal hier hinten... Oh, weißt du was? Nee, hier hinten, die lassen wir mal noch. Aber die hier könnten wir tatsächlich mal alle so ein bisschen abernten. Vielleicht können wir hier hinten nämlich irgendwann
nochmal einen Bärensammler hin tun. Mal gucken, wenn man es wirklich so irgendwie versucht, geschickt hinzubiegen. 80%. Boah. Wenn ich den da hinsetze, was ist, wenn ich den da hinsetze? Auch 80%. Wenn ich ihn da hinsetze, nur 71. Was ist, wenn ich ihn hier so hinsetze? 80. Okay. Naja, aber 80% ist schon super, ne? Ich setze ihn da schon mal hin. Nee, Quatsch. Boah, keine Ahnung. Entferne erst die Pflanzen. Gut, das ist jetzt... Müssen wir mal gucken. Aber finde ich gar nicht so schlecht. Das ist, denke ich, vollkommen in Ordnung. So. Wie schaut's denn aus? Ah, komm, das Stückchen, das schaffen wir schon noch, ne? Die anderen sind fertig. Das ist super. Dann nehmen wir jetzt mal, das haben wir jetzt. Oh, guck mal, da drüben ist ein Schrein. Den schnappen wir uns. Wenn wir jetzt wirklich Glück haben, dann legt er sich jetzt tatsächlich hier drauf. Und das wäre natürlich der beste, die beste Sache. So, wir sollen ja erstmal das nehmen, wo ein Sternchen dran ist. Das heißt, wir nehmen jetzt erstmal den Gallensaftextrator. Bestätigen. So. Und jetzt kannst du dich bitte Platz. Ruh dich mal aus. Setz dich hin. Genau, weil jetzt haben wir nämlich keine Giftigkeitsstufe. Yeah! Wuhu! Und jetzt mach doch einfach ein Päuschen und schlaf ein bisschen. Wie schaut's aus, hä? Magst du nicht ein bisschen so ein bisschen heier machen? So, schlaf gut. Kleines, großes. Kleines ist gut, ne? Also mir wäre es ja ganz lieb, kann ich nicht sagen, schlaf? Das wäre voll mega gut. Voll schön, Onbu. Ja, Schlafbefehl. Da hätten wir es jetzt tatsächlich, ne? Ah, schade. Aber, oh, guck, Onbu gähnt. Das ist gut. Wir lassen ihn da jetzt mal liegen. Wenn wir tatsächlich Glück haben, dann schläft er uns jetzt hier drauf ein. Und das wäre natürlich optimal, weil frei von Giftstoffen. So, schlaf, kleines, schlaf. Schlafe, mein Baby, schlafe gut ein. Ja, ja, oh Gott, wie süß. Sehr schön. Ich bin vollends zufrieden. Das ist richtig gut. So, dann haben wir jetzt einen Moment Zeit. Zum einen können wir hier in Ruhe die Sachen, die ein bisschen weiter weg sind, auskundschaften. Das ist natürlich sehr schön. Oh, da ist eine Futterstelle. Vielleicht sollten wir dann tatsächlich nach Norden gehen. Dann kann der nämlich gleich fressen, weil dann können wir uns ein bisschen sparen, das Essen. Ne? Dann müssen wir das nicht machen. Was natürlich sehr schön wäre. Nicht, dass wir... Also, weiß nicht, haben wir da jetzt... Ja, wir hätten dreimal Futter, hätten wir tatsächlich da. Okay. So, Küche. Und wo Doktor? Das können wir, glaube ich, volle Anzahl an Arbeitern benötigt. Okay, aber ich denke, ihm geht es ja gut. Er ist ja nicht krank oder sonst irgendwas, ne? Gift Level 5. Ich denke, das ist in Ordnung, weil dann können wir hier erstmal zumachen. Dass wir woanders einfach die Leute verteilen können. Ich denke, das macht tatsächlich ein bisschen mehr Sinn. Schön ist, dass es eben halt nass ist. Das heißt, unser Wassertank speichert 100 Wasser. Sieht jetzt nicht so aus. 231 haben wir. Aber wo ist denn das ganze Wasser? Bei den Kundschaftern. Tatsächlich. Krass. Ist die Frage, warum tun sie es nicht in die Wasserspeicher rein? Versteht es einer? Ich nicht. So. Haben wir zwei Kundschafter haben wir. Na, jetzt gucken wir mal, wie weit die sind. Die brauchen beide noch einen Moment. Oh, jetzt ist er aber gleich hier fit. Hoffentlich schaffen das die beiden noch. So, guten Morgen. Ja, ruh dich mal aus. Von mir aus können wir dann weitergehen, wenn du möchtest. Ja, genau. Ach, schau, er läuft los. Das ist doch schön. Dann können wir ein bisschen weiter bauen. So, jetzt schauen wir mal. Also, Zelt, Hütte, genau. Wir haben ja im Prinzip schon mal genügend Hütten. Das heißt, ich würde jetzt die nächsten zwei abreißen.
Und dann lieber nochmal eine Hütte hinpacken. Und gucken wir mal, ne? Wie es so. Boah, ein bisschen unbequem. Ups. Gucken wir einfach mal. So ein bisschen weiter. Also. Lagerhaus. Boah. Ey, als ob ich es geahnt hätte, ne? Großartig. Mega teuer eigentlich, aber das geht schon. Im Prinzip, wir haben ja eine ganze Menge an Ressourcen da. So, wie schaut's aus? Da sind wir fertig. Ein Wissenspunkt, immerhin. Besser als gar nichts, ne? Dann nehmen wir hier nochmal schnell den Wald mit. Können wir eigentlich Onbu schon streicheln? Nee, noch nicht. Schade. Sonst hätte ich jetzt gedacht. Wir gucken mal, dass wir schon mal sagen nach Norden. Onbu vertraut deinem Befehl nicht. Okay. Sehr schade. Aber da gäbe es was zu essen. Schätzelein. So, jetzt sind die hier auch fertig. Das ist gut. 7 Eisenerz, immerhin. Dann gehen wir hier nochmal ein bisschen in den Wald. Ja, die Siedlung wäre natürlich schon cool. Hier ist allerdings eine Giftwolke, ne? Ach, hier ist auch eine Giftwolke. Schön. Ei, nach einem langen Marsch durch den Wald treffen deine Kundschaft auf eine Gruppe von Wildlingen. Wir kommen in Frieden. Wir sollten ihnen etwas Wertvolles geben, aber ich habe nur 6 Eisen. Okay, wir sollten Wilden einlassen, die jede Technik verdammen, lass uns gehen. Bleibt uns ja nichts anderes, ne? Ach, du gehst ohne Zwischenfall. Boah, es hätte jetzt vielleicht auch sein können, dass tatsächlich was passiert. Eine kleine Giftwolke, voll gefährlicher Sporen. Nein! Schnell! Wir müssen wieder ganz arg hier aufpassen und diese blöden Giftsporen wieder wegmachen. Ach, guck mal einer an. Da ist doch schon was, oder? Ja. Ganz schnell höchste Priorität. Da ganz schnell höchste Priorität. Da auch. Das muss jetzt hier ganz schnell gehen. Da auch. Sonst haben wir hier ganz schnell die Kacke leider nicht am Dampfen, ne? Weil das wäre tatsächlich was Gutes. Ist hier noch mehr? Da unten ist noch. So. Dann könnte man tatsächlich fast überlegen, ob man nicht hier ein bisschen runterschraubt. Da ist bloß einer drinnen. Da ist auch nur einer. Auch nur einer. Da mal einen runter. Wir müssen echt irgendwie gucken, dass wir hier relativ fix das fertig machen. So, Steinbruch brauchen wir keine 2 Leute. Wir müssen gucken, dass wir die Giftdinger hier wegkriegen. Wie schaut's aus? Hier, gucke mal, da ganz groß, ganz weit weg machen. Ui, Holz. Sehr schön. Schicke Kundschafter. Schicke Kundschafter. Was ich nicht verstehe, wieso haben wir so wenig Eisenerz? Wir haben doch noch voll viel, oder? Achso, nee, Eisenerz haben wir aber nicht. Eisen. Eisen habe ich wirklich tatsächlich sehr wenig. Ah ja, okay, gut zu wissen. Naja, dann wäre wahrscheinlich gar nicht schlecht, wenn man dann irgendwann tatsächlich das Lagerhaus fertig kriegt. Und vielleicht schicken die Leute das ja dann mal irgendwie dahin, wo es halt. Oh, guck mal, hier sind ganz schön viele. Alles können wir machen mal Transporter. Die sollen wirklich gucken, die sollen das Zeug mal transportieren. Ja, das große Lager ausbringen. So, wie schaut es jetzt hier aus? Immer noch da. Ganz groß. Action bitte. Ansonsten würde ich sagen, haben wir eigentlich alles. Nee, hier oben ist noch. Da oben. Vergifteter Pilz. Das müssen wir wegmachen. So. Das ist doch schon mal gut. Ja, aber der Rest passt. Cool. Schön. That's really, really nice. Oh, die sind fertig. Oh, er ist doch richtig gegangen. Da bin ich ja froh. Siedlung. Schicke Kundschafter.
Ist wahrscheinlich total blöd, weil das so extrem weit weg ist, aber wir schauen mal. Wir haben ja einen Moment Zeit, wenn er jetzt dann gleich frisst, dann haben wir noch mal einen kurzen Augenblick Zeit. Das ist vielleicht unsere Rettung. Das ist ja schon ein ganzes Stück, ne? Aber egal. So, dann nehmen wir hier die Steine auf alle Fälle mit. Das ist mir jetzt fast ein bisschen zu weit weg. Da haben wir hier jetzt nochmal einen Wald und da haben wir noch eine Düne. Schön. Oh, ich habe gar keine Forschung. Na! Schlafbefehl oder Streicheln? Ressourcen. Blut extrahiert. Mit jedem Herzschlag automatisch Blut aus Onbus Herz. Dieser Vorgang erhöht Onbus Hunger leicht und verringert seine Gesundheit und sein Vertrauen in dich leicht. Aber warum sollte ich das denn machen? Okay. Finde ich nicht gut. Sammelt Setzlinge von nahegelegenen Mutterbäumen, ohne sie zu schädigen. Je mehr Mutterbäume das Gebäude umgeben, desto effizienter ist es. Das ist ja schon cool. Ne? Hier haben wir einen Schmelzofen. Stellt Eisen aus Eisenerz her. Ui. Ja, Dorf. Was gibt es jetzt hier? Ein Häuschen. Ui, das ist ja auch gut. Spätturm. Erhöht den Sichtradius auf der Weltkarte. Der Effekt ist nicht stapelbar. Also das wäre jetzt halt 8 Tage ist natürlich eine ganz schöne Herausforderung. Dann würde ich aber mal sagen, was ist denn hier Tomaten? Lerne, wie man Tomaten pflanzt und erntet. Sehr hitzebeständig und wachsen schnell, aber benötigen viel Wasser. Gut, das ist natürlich jetzt nicht so cool. Wobei, wenn man einen Kaktus anbaut in der warmen Jahreszeit, vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Ja, da weiß ich jetzt selber nicht so recht, ne? Was machen wir da jetzt am besten? Schlafbefehl, ich meine, es funktioniert ja scheinbar auch ohne. Komm, wir lassen das erstmal, dass wir ihn streicheln können, ne? Das andere, das machen wir. Gut, dass er in die Richtung gegangen ist, das haben wir schon festgestellt. So. Die Kundschaften noch fleißig aus, das ist gut. Also hier sind ja 2 Mutterbäume, das ist ja schon mal nicht schlecht, ne? Hier wären auch 2. Und hier wäre einer. Auch nicht 2. Okay, cool. So, wie schaut es denn hier aus? Holzbretter und Steinplatten? Da sind wir jetzt gar nicht so schlecht. Schön. 28. Wir haben einen Arbeitslosen. Das ist natürlich nicht wirklich gut, ne? Und die Produktion und der Verbrauch ist halt auch echt heftig. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, das ist eine Küche. Hatte ich nicht eine zweite Küche angefangen zu bauen? Scheinbar nicht. Ich dachte, ich hätte... Wäre natürlich schon eine Überlegung, ne? Man sagt, man macht halt eine zweite Küche, dass man einfach sagt, man kann Beerenmüsli und die Rübensuppe herstellen. Jetzt lassen wir das mal kurz noch fertig machen. So, Rübensuppe, genau. Jetzt haben wir ja wieder ein bisschen was. Was ist denn hier los? Warum tun die das ja eigentlich nicht? Gott, das ist mir ja nicht aufgefallen. Hallo? So, ganz hohe Priorität. Das muss hier ja weg. Leute, das ist alles vergiftet. Was ist da los? Wir haben keine Leute da. Ne? Scheibenkleister, das ist ein Schrein. Das ist ja sehr schön. Keine Leute verfügbar. Ach, jetzt die sind wir zu weit weg, ne? So, jetzt gibt es frische Nahrung. Das ist natürlich sehr schön. Da sind Kundschafter. Oh, sehr schön, da sind Leute. Kriegen wir gleich wieder ein paar Leute dazu. Das ist natürlich cool. Jo. Und hier können wir schlafen. Ja, perfekt, würde ich sagen, ne? Perfekt. Ja, so. Jupp. Was hast du denn gefunden? Spuren der Vergangenheit. Versteinerte Fußabdrücke eines Onbu, mehrere Meter tief, kennzeichnen die Umgebung. Ui. Wir sollten die Spuren genauer untersuchen oder sie ihnen folgen. Ene, mene, miste. Es rappelt in der Küste. Ene, mene, weg. Und du bist weg. Du bist weg, also nehmen wir das.
Nach einer Weile verschwinden die Spuren langsam und lassen den Kundschafter keine andere Wahl als den Rückweg. Oh. Schade, 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 Marmelade. So, das nehmen wir noch mit. Die anderen sind jetzt leider viel zu weit. Und wo musste mal? Hey, heißt es, wir haben jetzt vielleicht sogar schon hier ein bisschen was gesammelt? Ja, tatsächlich. Dumm. Cool, cool, cool. Hier hinten ist übrigens auch wieder ganz viel. Und irgendwie ist das, warte mal, nee, die will ich nicht wegmachen. Aber hier, die will ich... Ich weiß gar nicht, warum die hier das nicht einsammeln. Ist das vielleicht tatsächlich zu weit weg? Ist natürlich sehr ärgerlich, ne? Gerade weil ich jetzt dann doch eher Onbu streicheln. Auch hier machen sie nicht weiter. Das verstehe ich nicht, ne? Ihr müsst es doch wegmachen, Leute. Ihr müsst es wegmachen. Und zwar wirklich ganz schnell. Haben wir vielleicht, wir haben wieder zu wenig Leute, ne? Deswegen, dann machen wir hier wieder einen aus der Küche raus, einen aus dem Sägewerk. Dass wir da irgendwie so ein bisschen... Hier machen wir mal die Alleskönner. Oder die Ernte. Die Ernte. Wir machen mal die Ernte. Die sollen das hier wegmachen. So, wie schaut's denn hier aus? Onbu, schaffst du das noch ein Stückchen? Hm. Wir sind, ja, Siedler. Gerne. Sehr gerne. Gesunde und hungrige Menschen. Hey, deine Produktion ist eh schon ziemlich beschissen. Egal. Nimm noch mehr Leute auf. Kein Problem. Ja. Vergiftete Nomaden, okay. Na ja, gut, wir hätten einen Arzt und wir haben genug Kräuter, ne? Also das wäre jetzt tatsächlich nicht so das Problem. Was haben wir hier oben? Hier ist halt überall einer drin, das ist aber auch nicht so schlimm. So, und vergiftet, dann müssten wir hier den Dorfarzt, hier ist der Dorfarzt, ne? Da machen wir mal zwei Leute. Dann hoffe ich einfach mal so ein bisschen. Onbu ein Stückchen noch. Wahrscheinlich will er sich wieder kurz vorher hinsetzen. Sehr ärgerlich. Ja, noch ein kleines Stück. Ach hier, guck mal, unsere Kundschafter sind bereit. Was nehmen wir denn? Die haben wir aufgenommen, ne? Dann nehmen wir den Schrein. So. 62. Oh, vielleicht haben wir tatsächlich Glück. Ne? Das wäre natürlich schon cool. Na komm, Dickerchen, noch ein kleines bisschen und dann haben wir es geschafft. Gift sammelt sich langsam, aber sicher in Onbus Körper an. Sammelt sich zu viel Gift an. Fangen giftige Pflanzen an, auf Onbu zu wachsen und es verliert an Gesundheit. Noch ein Stück. Okay. So. Setzt er sich von alleine? Ja, Gott sei Dank. Okay. Okay, baue ein Onbu-Arzt, das haben wir gemacht. Heil Onbus Vergiftung. Kein Onbu-Doktor aktiv, deswegen geht das natürlich nicht. Das heißt, wir schmeißen jetzt hier wieder zwei Leute rein. Und dann werden wir ihn gleich mal ein bisschen heilen. So, dann nehmen wir hier den Holz, also den Wald. Den Holz. Dann nehmen wir das Holzgedöns, das Wäldlein. So, Lagerhaus wurde errichtet. Sehr nice. Super, so. Und dann haben wir jetzt hier mit dem Doc Interaktion anzeigen und dann Heilmittel. Heilt? Nee, hier. Entgiftet Onbus Körper. Hoffentlich weckt ihn das jetzt nicht. Das wäre jetzt tatsächlich echt ärgerlich. Gut gemacht. Ich habe dir alles beigebracht, was ich weiß. Und ich bin mir sicher, du bist jetzt bereit,
uns zu führen. Falls du irgendwelche Fragen hast, kannst du jederzeit im Notizbuch des Dorfältesten nachschlagen. Mhm. Mhm. Oh je. Ich werde deinen Fortschritt aus der Ferne im Auge behalten und hoffe, dass ich in Zukunft mit dir deine Erfolge werde feiern können. Wenn du wüsstest, wie viele Menschen ich schon getötet habe in dem Spiel, dann würdest du das nicht so sagen. Aber hey, kein Problem. Kriegen wir hin. So, dann nehmen wir erstmal den, der weiter entfernt ist. So, Onbu streicheln. Mega geil. Jetzt nehmen wir den Dekontaminator. Dass wir da mal so ein bisschen... Ich weiß nicht, haben sie jetzt hier unten alles? Ja, tatsächlich. Na Mensch, das ist ja der Wahnsinn. Ich glaube tatsächlich, wir haben die komplette Vergiftung geheilt. Cool, super. Und ich habe den Weg zerstört. Kann man mal so machen. Das ist vollkommen in Ordnung. So, hier können wir mal zwei wieder reintun. Rüben wachsen im Moment super gut. Wie viel haben wir denn hier jetzt gerade? 3 Arbeitslose. Ist natürlich jetzt nicht so viel, ne? Naja, dann lassen wir das mal einfach so, wie es ist. Ist die Effizienz natürlich echt super wenig, ne? Oh je, oh je. So, Dorfarzt, das haben wir alles. Sehr schön. Zimmermann, Komposthaufen. Das ist jetzt aber dann kompostiert den Dung. Genau, den können wir hier... Sollen wir den gleich hier unten lassen? Ich meine dann... Oh, ich denke schon, oder? Kann man das... Ach so, kann man das nicht machen? Hm. Sollen wir den dann hier unten hinstellen? Dann stellen wir ihn halt hier unten. Freuen sich die Kundschafter. So, 10 Steine haben die Kundschafter gefunden. Sehr nice. Dann können wir mal gucken. Hier ist eine kleine Giftwolke. Achso, aber ich will ja ins Dörfchen. Lass mich mal hier ins Dorf. Schnuggelputz. Lass mich mal hier. Da. Dankeschön. Dann präferieren wir jetzt einfach mal nach Norden zu gehen. Oder wir lassen es sein. So, dann, wir können doch jetzt das Onbu-Kind streicheln, oder nicht? Hornbläser, Interaktion anzeigen. Da, Onbu streicheln. Du bist auf eine Gruppe von Nomaden gestoßen, die nach einer neuen Heimat suchen. Einige von ihnen sind vergiftet und werden bald sterben. Wirst du dem Dorf, würdest du sie aufnehmen? Ja, klar. Absolut. 3 Vergiftete. Ja, wir haben hier ja noch einen. Dann machen wir da mal wieder, ne? So, pass auf. Jetzt machen wir hier Kräuter. Haben wir eigentlich genug? Ja, das passt. Das passt. Gar kein Thema. Was ich gerne noch machen möchte, ist nochmal einen Bauernhof, wo sich dann um Kakteen kümmert. Dass wir hier... eine Fliege. Dass wir hier tatsächlich dann uns um das Trinken auch kümmern, ne? Ich meine, wir haben zwar eine ganze Menge Wasser, aber wir haben ja gelernt, Tomaten zum Beispiel brauchen sehr viel Wasser. Und es wäre natürlich praktisch, wenn wir einfach sagen, wir könnten jetzt dann anfangen, Tomaten anzupflanzen. Wäre ja schon cool. Hupsi. Da. Gut, dann warten wir jetzt hier die 54% haben wir schon, Dekontaminator, und dann werden wir mal als nächstes dann die... Ach, komm! Du Viech, ey. Warum nicht? Lass uns doch da lang gehen. Ist doch viel schöner. Bärensammler wurde errichtet. Dann, guck mal, dann schicken wir mal den einen dahin. Genau, da ist die 85%. Das ist ja krass. So, wenn ich jetzt sage, ich würde jetzt dann hier... ups. So, pass mal auf da. Dann
gehen wir einfach mal hier und gehen hier rüber. So. Ich hoffe, dann ist hier irgendwie so ein bisschen Platz. Dann können wir einfach auch sagen, dass wir das da durchziehen. Dann sind sie jetzt erstmal beschäftigt mit Straße bauen. Das ist jetzt... Ja, dauert einen Moment. So, was haben wir denn noch? Wassertank, Lagerhaus, das ist alles, ne? Küche. Ja gut, das wäre natürlich dann schon nochmal eine schöne Überlegung, wenn wir sagen, wir machen nochmal eine zweite Küche, ne? Sehr schön. Rüben, nicht Kakteen. Die will ich hier anpflanzen. Und zwar einmal so. Und dann einmal so. Genau.